Let's play Fallout 4. Wir müssen Name vergessen retten. Das Mädchen, das von den Supermutanten entführt worden ist. Ich hoffe mal, dass es nicht zu spät ist. Denn wir hatten ja quasi die Entscheidung. Helfen wir bei der Abwehr der Raider? Oder gehen wir direkt los und versuchen sie zu retten? Mensch, wie hieß sie denn? Das ist auch so komischen Hippie-Namen. Ich hoffe gerade jetzt echt sehr, dass es gut ausgeht. War ich hier schon mal? Was sind das hier? Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast. Dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Ja. Klar, ich schau mal, was du hast. Nichts Geiles dabei, aber trotzdem ist mir tatsächlich jetzt immer entgangen, das kleine Lädchen hier. Das ist wieder Ghoul Town da. Muss er nur da drüber. Es gibt immer noch so viele Orte, wo ich sagen muss, da habe ich mich noch nie so wirklich umgeschaut. Ich bin zum Beispiel noch nie da runtergegangen. Jetzt bin ich voll zusammengezuckt, weil ich dachte, ich fliege jetzt runter. Ach stimmt, ich habe jetzt hier diese blöden Viecher im Wasser. Ja, das ist tatsächlich wieder so ein Spot, da wo ich noch nie mich so richtig umgeguckt habe. Ach, was soll's. Ja, mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas Tolles finden. Wenn nicht, dann kann ich zumindest sagen, ja, da unten war ich. Ich würde gerne aufs Boot. Ich muss niesen. Heute muss ich bei Enderall mal nicht niesen, also niesen wir heute bei Fallout. Na, für ein Stimpack für zwei, das hat sich gelohnt. Kommen wir ja selten ran. Oh, ich befürchte, nie ist Flash incoming. So. Hä? Oh, wenn ich jetzt immer mal stehen bleibe und einfach für ein paar Sekunden nichts mache, nicht wundern. Ich bin am Niesen wie ein Idiot jetzt. Ach, da fällt mir ein. Der Nico hat mich im hat mich gefragt. Ah! Oh. So. T60 hat der dabei. Halleluja. Hat mich gefragt, ob ich nicht einen Livestream mache, wenn Nuka Cola draußen ist. Nuka Cola, Nuka World. Und da ich ja
also Fallout vom Let's Play eigentlich nur aufnehmen. Und ich gesagt, okay, ich frage mal hier dem Video, was ihr davon haltet. Wenn jetzt mehr Leute wollen, dass ich denn das live streame, dann werde ich das machen. Das ist aber auch unter Vorbehalt, weil ich nicht weiß, ob ich das dann zeitlich auch schaffe. Es wird natürlich nach wie vor die YouTube-Videos geben. Nur wird es halt dann eventuell so sein, dass ich ein paar Dinge eben dann doch schon kenne, wenn ich dann am Zocken bin in den Videos. Würde ich halt dann nicht mehr ganz so überrascht sein, wenn dann irgendwie was kommt. Na, wohin haben die verschleppt? Hallo? Also schreibt es mir in die Kommentare. Wollt ihr Nuka World Livestream, wenn es raus ist? Weiß man denn jetzt eigentlich mittlerweile, wann es kommt? Auf Steam steht immer noch nur August. Kein richtiger Tag. Ich weiß es nicht. Außerdem möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass in meiner Videobeschreibung, ist in jeder Videobeschreibung, findet ihr drei Links. Ein Link ist zu meinem Twitch-Stream. Einer ist für Facebook und einer ist für Twitter. Wenn ich irgendwelche Sachen... Wenn ich irgendwelche Probleme habe, zum Beispiel... PC-Ausfall oder was weiß ich, dann werde ich das immer auf Twitter posten. Und das wird dann auch automatisch auf Facebook geteilt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mich da adden, dann seid ihr auch... Ach, hier war ich aber schon. Seid ihr auch immer auf dem Laufenden. Oder wenn es mal Videos verspäten oder so, dann... Dann packe ich das auf Twitter, mache ich kurze Info. Und könntet auch mal nachlesen, wenn irgendwas ist. Wenn ihr euch zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwann ist mal irgendwas, dann wundert ihr euch, hey, warum kommt kein Video von Neo? Weil ich kann ja nicht für jedes dann immer irgendwie so ein kurzes Vlog oder sonst irgendwas machen und das Handy hochladen. Also wäre nicht schlecht, dann bleibt ihr auf jeden Fall immer informiert. Jetzt müssen wir aber doch bald mal da sein, hallo. Ja, der Punkt wird schon größer, okay. Da haben sie es hingebracht. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir jetzt hier sind. An dem verrotzten Schrottplatz. Ah, das sind immer so viele von den Krüppeln. Ja. Oh ne, alle noch vom Level so extrem hoch. Machen wir so. Was sind die anderen? Willst du mich haben? Ich wünsche gemacht. Nein, dummer Hund.
Ich bin froh, dass Dachmiet da keinen Schaden nimmt, wenn ich da mit diesem Ding da reinballer. So, worauf hatte ich die gedreht genau? Sonst mag ich die Scar echt übel. Die ist richtig nice. Wo ist denn der Explodierbäder? Ne, ja, auf nicht so. Nicht so, nicht so. Das ist aufheben für den Explodivharness. Ah, da drin ist er ja. Nein, nicht Bein. Arm. Verdammter Nightkin, hau ab. Doch, wie schnapp ich mir. So. Und jetzt hoffentlich genug. Wir müssen da oben hin. Aber die ist noch in Ordnung. Du kämpfen, Feigling. Was denn? Wir spielen, kleiner Mensch. Oh. Ach, der hat auch die große Waffe da. So nicht, mein Freund. Hä? Du bist jetzt in Sicherheit. Ich hab den falschen Quest. Ich hab die falsche Quest gemacht. Ich war mir schon sicher, dass ich verloren bin. Danke. Ich hab den verfluchten Synth gerettet, das wollte ich doch gar nicht. Ich muss dann drin. Diese verfluchte Synth-Suchquest. Tja, das nennt man dann wohl auch Epic Fail. In Fachkreisen. Epic Fail genannt. Tja. Ich dachte mir schon, warum muss ich so weit rennen? Ich glaube, das wäre jetzt gerade nicht so weit gewesen, oder? Naja, gut. Ich glaube schon, dass es auch noch eine gewisse Entfernung jetzt wäre. Verdammte Puppen. Mir fällt auf, dass ich null Soundtrack habe gerade, ne? Hier drin wird doch jetzt auch wieder die Musik aus Fallout 1 passen von der Kathedrale. Da ist sie hier unten. Oh Gott, die ist bestimmt tot. Oder sie haben sie mutiert. Nee, da. Oh. Oh nee, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Poor kids. A place like this is supposed to give you hope.
when all they do is remind you of what we lost. Oh nö. Och nee. Aber wäre ich losgegangen und hätte sie gerettet, bin ich mir sicher, wenn ich zurückgekommen wäre, wären alle anderen tot gewesen. Aber ach Mann. Fluch des Supermutanten. Also bin ich fast tot. Warum bin ich fast tot? Was hat mich so übel erwischt? Na komm, mach mal schnell Reise dahin zurück. Oh Mann, jetzt bin ich aber echt ein bisschen. Moment, wo muss ich? Abbrechen. Fiddler Screen, ja. Zeigt es nur nicht korrekt an. Das wird sicher lustig. Das war der Kommentar zum falschen Zeitpunkt. Oh Mann, die werden jetzt bestimmt mir die Schuld geben, weil ich ihnen geholfen habe und nicht der Kleinen. Ah, ich wusste ja nicht, dass man sich so schnell entscheiden müsste. Mano. Entschuldigung. Thank you for bringing her back to us. I know you did your best. We'll find a place for her, man. By the garden, in that spot she always talked about. Where the sun shined brightest. Ein schwarzer Tag in der Geschichte von Batman. Und jetzt? Ich glaube, ich hatte mir eigentlich eine Quest rausgesucht, wo wir noch hingehen. Jetzt habe ich nur vergessen, wo die war. Vor lauter emotionaler Mitgenommenheit. Weiß noch nicht mehr, wo die. Easy City Downs, glaube ich, war das. Easy City Downs, wo ich hin wollte. Wo war denn das? Ist doch hier irgendwo so. Das immer halt zu finden. Wo ist Easy City Downs? Ich dachte, das wäre hier unten irgendwo. Da war auch was bei der Park Street Station, ich weiß es nicht. Hm. Andrew Station. Es kann natürlich auch sein, dass ich das auf den Speicherstand noch gar nicht freigelegt habe. Ich habe seltsamerweise ganz viele Sachen überhaupt nicht entdeckt in dem Safe Game und weiß überhaupt nicht wieso. Obwohl ich eigentlich wirklich viel rumgekommen bin. Naja, gehen wir mal noch die Railroad Quest ab. Das haben wir ja auch noch, einen blöden Sinter haben wir gerettet. Desdemona hat einen Einsatz für dich. Ah ja, was wird wohl Desdemona von mir wollen? Muss jetzt erstmal zum Doc Carrington. Es dauert nicht mehr lang, dann kann ich mich ausruhen. Ein Synth erfolgreich in Sicherheit gebracht. Ich bin mir sicher, dass unsere Boten noch mehr vermisste Synths finden werden. Da besteht kein Zweifel. Weiß jemand zufällig, ob das wirklich jetzt so eine unendliche Quest ist oder ob das mal aufhört? Weil wenn sie mal aufhört, dann Tüftelturm ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser. Weil dann werde ich die alle machen. So, was will Desdemona? Desdemona. Wir haben ein weiteres Mitglied der L&L-Bande gefunden. Ihr Name ist Big Maud.
Soweit wir wissen, hat sie bisher 3 Synths ermordet. Die Sau. In ihrem Fall wird die Rache süß sein. Mit Vergnügen. Dann mal an die Arbeit. Kann ich eigentlich mit ihr auch schon mal wieder reden hier? Hey. Weil ich weiß, dass sie auch eine Quest hat, wenn sie einen mag. What you need? Ich bin nur neugierig, was du denkst. So, you met Hi-Rise, huh? They never did tell me what came first. The codename or the condo? Das ist alles. Okay. Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Nee. Okay, dann dann war's das wohl für heute. Wie gesagt, schauen wir bei Twitter oder Facebook vorbei. Da kriegt ihr dann immer die Infos, wenn irgendein Video oder so mal später kommt oder sonst irgendwas. Macht's einfacher für mich. Dann kann ich das einfach posten. Und ansonsten schreibt mir auch in die Kommentare drunter wegen dem Livestream etc. etc. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Es war mir eine Ehre. Habadere.